ESTV, Videos aus der Region. Mein Name ist Robert Korell und ich bin heute für die Esslinger Zeitung bei der Tankstelle Schmidt in Neuhausen. Wir sind hier, um ein paar Leute zu befragen, wie sie die Spritpreisentwicklung sehen, wie sie damit umgehen und ob sie vielleicht ihr Verhalten ändern, wenn die Spritpreise so teuer werden. Wie beurteilen Sie denn die hohen Spritpreise im Moment? Ich die beurteile. Na, es war zu erwarten, dass die Preise nach oben gehen. Für uns Verbraucher ist es natürlich hart. Es geht an den Geldbeutel. Und da ist jetzt zu überlegen, wie spare ich einfach ein bisschen ein. Ich tanke nur das Nötigste rein. Also das ist viel zu teuer, sonst geht mein ganzer Lohn nur noch fürs Tanken drauf. Und schränken Sie sich dann ein, ändern Sie Ihr Verhalten? Oder? Ja, ich erledige halt alles auf einem Weg. Jetzt einkaufen gleich nach der Arbeit, kein umsonst hin und her fahren. Ich habe Homeoffice-Möglichkeiten und ansonsten halt auch die privaten Freizeitaktivitäten mehr in der Region zu gestalten. Es ist aber jetzt tatsächlich so, dass ich es mich im Moment noch nicht sehr wirksam einschränkt. Also da macht mir die Gaspreise mehr Sorgen als die Spritpreise im Moment. Gibt es auch alternative Fortbewegungsmittel, die Sie jetzt mehr nutzen? Nee, ich muss mit dem Auto fahren, es geht nicht anders, weil ich muss bis nach Waibling fahren in die Arbeit. Und ich fange um 6 Uhr an und ich habe gar keine Möglichkeit, so früh wegzufahren. Ich bin zu Fuß momentan hüftgeschädigt. Mein Mann ist, wir sind also nicht fahrradtauglich, sag ich mal so. Und die Einkäufe kann man zwar einen Teil zu Fuß erledigen, aber das Grobe, klar, braucht man ein Auto. Also ich brauche einfach zu lang. Ja? Und 1 Stunde 15 mal 2 oder 1,30 mal 2 ist für mich keine Option. Und so fahre ich im Moment mit dem Verkehrsdienst. Im Moment gibt es 35 Minuten und das ist mit dem Auto unschlagbar. Also wenn wir eine bessere Anbindung hätten oder die S-Bahn in Stuttgart wäre, würde ich die erste sein, die auf öffentlichen Verkehr umsteigen würde. Welche Maßnahmen erwarten Sie denn von der Regierung, um die zusätzlichen finanziellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger abzufangen? Ja, man könnte jetzt vielleicht die Steuer auf die Spritpreise etwas senken. Ja. Wobei die Regierung benötigt ja das Geld wiederum. Es ist schwierig, sehr schwierig. Wenn man sieht, was da alles auf dem Ölpreis an sich obendrauf ist, dann saniert sich eigentlich der Staat nochmal dabei. Weil prozentual, wenn ich 30 Cent habe und schlage 10% auf, dann sind es halt bloß 3. Und wenn es 60 sind, dann kriegt er schon mal 6, dann kriegt er schon mal das Doppelte. Ja. Also ich kann nicht beides bedienen. Ich kann nicht den Bürger dann das alles, was politische Versäumnisse der Vergangenheit sind, weil wir nämlich nichts gemacht haben und uns übergeben haben an irgendwelche andere Zulieferer außerhalb unseres Landes, kann man jetzt nicht, wenn eine Krise da ist, sagen, ja, der Bürger muss halt leiden und er muss es bezahlen. Und zwar ohne Ende. Ja, dann werden die Lebensmittel teurer, weil auch denen muss ja das Zeugs zugeführt werden. Ja. Wo bleibt es hängen? Wieder am Bürger irgendwie. Also in meinen Augen könnte man jetzt mal hier Mehrwertsteuer und alles, ja, einfach senken, dass das überhaupt noch zahlbar ist. Ja. Irgendwas getan werden muss auf jeden Fall, weil so kann es nicht weitergehen. Ich denke auch an das Prinzip Selbstverantwortung. Also ich glaube, wir haben so ein High Level an Dingen, wo wir uns es leisten, für 5 Minuten Brötchen kaufen, zum Einkaufen zu fahren. Ich glaube, da müsste der Bürger auch beteiligt werden. Aber ich sehe es für Pendler, Familien, die einen kleineren Geldbeutel hatten, es ist notwendig, eine Unterstützung zu bekommen. Also man müsste es aber differenzieren und nicht Gießkanne machen. Halten Sie die Sanktionen trotzdem für richtig? Ja, ich finde die Sanktionen schon richtig gegen Russland. Aber irgendwie muss auch eine Entlastung für uns her, dass wir uns das überhaupt noch leisten können, weil es gibt ja viele Leute, die verdienen wenig Geld und wie sollen die das dann machen? Also da erhoffen Sie sich dann von der Regierung vielleicht Steuersenkungen oder so? Ja, irgendeine Möglichkeit, Steuer vielleicht senken oder so. Aber diese Pendlerpauschale, das was bringt, die zu senken, weil im Endeffekt, ich brauche ja jetzt den Sprit und ich am Ende des Jahres wie Steuererklärung mache.
Finde ich richtig. Ich finde, man müsste sogar jetzt also wirklich die Gaszufuhr, Ölzufuhr ganz kippen, um ihn da wirklich dazu zu bewegen, den Krieg zu stoppen. Ich denke, anders kann man ihn gar nicht erreichen, nur übers Finanzielle. Das waren Stimmenängste und Sorgen, aber auch Lösungsansätze von der Freien Tankstelle in Neuhausen zur aktuellen Spritpreisentwicklung. Vielen Dank und bis bald.